und herzlich willkommen zu einer weiteren Blindverkostung von tasteup.de. Wir haben uns ja angewöhnt, ab und zu mal eine Blindverkostung zu machen. Diesmal sind die Opfer der Jay und der Jens, die stehen im Hintergrund. Und ich habe denen mal einen schönen Whisky eingeschenkt hier und die sind aufgefordert, den mal zu verkosten und mal zu sagen, was denn die erfahrenen Zungen da so erleben. Kleine Info noch am Rande, wir stehen heute in Tuttlingen, im Tagblatt, im La Siciliana. Du kannst dir Käffchen trinken, Bierchen trinken, du kannst dir lecker Pizza essen und sowas alles. Und wir sind dem Alex ganz dankbar, dass er uns die Möglichkeit hier einräumt. Aber ich mache jetzt hier Platz für die Hauptprotagonisten. Männers, an die Bank. Ach, moin. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, was der Christian uns da Leckeres ins Glas gefüllt hat. Sehr helles Stöffchen. Ja. Strohfarben, würde ich sagen. Ja, ja, ziemlich hell. Gut, ich meine, das blaue Licht hier oben, das ist natürlich schwieriger, aber Strohfarben kommt schon hin, glaube ich. Hier langsam fein. Doch jetzt. Das ist schon sehr kräftig. Kräftig. Immer noch kräftig. Also irgendwie irgendwie Weinfass oder so, aber bin nur jetzt. Also helle Frucht auf jeden Fall. Ja. Der sieht schon da rein. Das ist schon sehr heftig. Schnupfen ist nicht schlecht. Es dauert immer wieder so ein bisschen so sprittig. Es dauert immer ein bisschen, bis sich die Nase da dran gewöhnt hat und die Hintergrundaromen oder Düfte registriert. Das ist ja auch der Grund übrigens, mal kurz die Klugscheißer-Ecke aufgemacht, warum wir den Whisky immer schon einschenken, bevor wir jetzt auch das Video beginnen, dass so ein bisschen das leichtflüchtige, der leichtflüchtige Alkohol schon rausgehen kann, wobei da immer noch genügend drin ist. Ja, jetzt, ja, jetzt kommt mehr so die Rosine-Sultanide. Ja, irgendwie sowas. Leichte Süße. Ja. Die Fruchtigkeit, klar. Du rote Früchte. Leichte Würzigkeit. Wobei ich jetzt auch noch nicht so hundertprozentig sicher bin, sind es Kräuter oder eher Gewürze. Ja, aber wenn die Schärfe vom Alkohol sich verflüchtigt hat, ist doch. Ja, ich finde dafür schon nicht so viel. Ist nicht so viel da. Also dann hast du alles schon weg geschnüffelt irgendwie. Also. Aber Weinfinish, das hattest du ganz am Anfang tatsächlich. Also so hat irgendwie so ein. Das so ein Finishing im Barrikfass oder sowas, könnte schon sein. Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen. Dein Lieber. Kannst du uns noch die Pipette bringen, bitte? Ins Wasser? Natürlich. Breit, vollmundig? Ja, aber ich finde keine große Vielfalt, finde ich. Er hat am Anfang deutliche Eichennote, die fliegt auch. Ja. Also es bleibt mehr so würzige. Leichte Würzigkeit. Und da geht ganz langsam runter, aber leicht. Also das ist nichts Starkes, da geht schon weit runter, auch nicht allzu schnell, aber es ist wirklich. Aber er hat. Meine leichte lakritzige Note auszumachen jetzt so nach. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was. So, ein bisschen Wasser rein. Also,
Ich hab doch immer noch Köpfe. Ja, was da ist schon die Eiche dominiert schon, finde ich. Im Gegensatz zum Rest. Ich weiß nicht. Farbe verändert sich nicht. Also ich finde auch nicht, geschmacklich nicht so sprittig wie er in der Nase. Ja, überhaupt nicht. Also, viel schneller jetzt. Ja, aber nur frei. Breit, saftig. So warm, Mami. Ja. Auch wieder anfänglich diese deutlich alkoholische Note. Ja. Ähnlich, aber ein bisschen flacher. Wobei ich immer diese Warnfasse in der Nase habe. Vielleicht ist es da bloß, weil man das als erstes komisch war, wenn das im Kopf umstört, dass ich mir das vorstelle, aber. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich finde das relativ. Sehr offen in alle Richtungen. Ja, das war so. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, was uns da für ein Trüge hingestellt hat. Karamelle, die Süße. Zu holen. Auf die Zunge. Leicht. Also dieses Holzfass bleibt scharf auf der Zunge. Deutlich ascendiert jetzt. Speichelfluss geht los im Mund. Jetzt kommt so eine bittere Note von der Eiche. Also von zu viel. Ja, Eiche zu viel. In meiner Meinung. Ja, jetzt legt sich irgendwas Bitteres, wie du sagst, auf ganz hinterhin und fängt auch bei mir im Gaumen leicht an zu brennen. Also schon sehr, sehr reiche Geschichte. Also bräuchte ich jetzt mit was? Behaupte mal einfach ein relativ junges Whisky. Ja. Relativ junge Fässer. Ja, aber wieder zu 8 Jahren, wenn man sicher. Oder Glück. Aber man kann jetzt also aus meiner Sicht keine Charakteristik haben. Ich finde es sehr, ich find ein High-End oder Space-End. Ich finde es sehr wenig. Sehr beliebig breit gefächert, ohne wirkliche. Gibt noch nichts. Also, ich brauche. Mag sein, dass Leute gibt, denen der schmeckt, aber ich finde ihn jetzt ehrlich, ich brauche ihn halt nochmal. Also, wir wären ja froh, vielleicht bringt der Christian jetzt etwas Licht ins Dunkle. Ich bringe mal eine Flasche in die Zelle. Licht in Zelle, genau. Ach, du Scheiße. Also, was ihr getrunken habt, war kein Bier, wie das da an und entsteht. Ich habe da mal was vorbereitet. Wir haben eine Abfüllung von einem Fettergrain. Fettergrain ist die zweitälteste Destille, die offiziell in Schottland überhaupt eine Lizenz bekommen hat. 6 Jahre. Gleich nach Glenlivet ist ein 6 Jahre alter, 43 Millionen Prozent. Ja, also, die Destille selber gibt nur 2 Whisky selber raus. Und da gibt es einen 6 Jahre alten Single Cask. Castings mit 62% und die haben noch einen 12 Jahre alten mit 40%. Ansonsten geht alles an Independent Bottler, also Whiskey Academy und Gordon MacPhail, C&S Graham und Achtung vom Fass. Ihr kennt das: Öle, Liköre, Essig und Whisky. Ich habe das selber geschenkt bekommen, das Fläschchen. Ich fand es ganz spannend. Ich habe mir gedacht, das ist genau der richtige Whisky, um den euch bei der Blindverkostung vorzustellen. Auch hier in Tuttlingen gibt es vom Fass gleich um die Ecke. Wir sind auf ihn dann vorbeigekommen. Ich habe mich fast verplappert. Also kann man trinken. Muss man aber nicht. Wenn man viel Eiche mag. Aber 6 Jahre, da waren wir doch damals mal weg. 43% Prozent. Sind wir eigentlich schon dabei. Los 14. 0,6 oder so. Kein Weinfass, ne? Highland. Halt ein Whisky Fitter Train, wie gesagt, die zweitälteste Destille, die offiziell brennen darf, nach dem Limit. 1824 oder so, war ja so die Zeit, wo man das gemacht hat. Und ich sehe schon, hat euch nicht vom Hocker gehauen. Nee. Die Jungs sind halt verwöhnt, was soll ich sagen? Ne? Ja,
Ja, gut, das war's dann von der Blindverkostung des Pellegrin, 6 Jahre alt. Habt ihr den Füllt für vom Fass? Und falls ihr den probiert habt, ja, der Jens zeigt, schön schreiben, ja, sagt mal Bescheid, wie das ist. Und ansonsten sage ich mal, schönen Dank fürs Zugucken. Schönen Dank euch beiden, dass ihr euch wieder mal getraut habt. Mussten. Ja, und bis zur nächsten Verkostung, ob blind oder nicht, ist ja beliebig. Wir lassen uns mal überraschen, wann das nächste kommt und sagen an dieser Stelle tschüss, schönen Dank fürs Zugucken und nicht vergessen, hier, Knöpfchen drücken für TasteUp TV-Folge. Ne? Kein Thema. Und tschüss. Ciao. Wir sind wieder an dem Punkt, wo keiner sagt, hey, jetzt trinken wir mal noch einen, oder? Vielleicht ein anderer aus der Tasche, wenn wir noch vorbei haben.